Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Design City Skylines. Mein Name ist Yadi Alex, aka Alex. Und wir sind hier gerade wieder im wunderschönen Alexandrowsk unterwegs. Und zwar hier am Grünbergpark, unserem Industriegebiet. Zwischen den Folgen habe ich hier ein bisschen weitergebaut. Wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen was ergänzt, den Wald hier überall komplett rumgezogen. Diese zwei Straßen hier habe ich verkürzt, dass sie nicht mehr hier in die Hauptverkehrsader kommen, denn wie ihr seht, ist jetzt ziemlich voll alles. Also ich muss mal gucken, wie man das hier noch nicht nur designtechnisch, sondern auch verkehrstechnisch besser lösen könnte. Hier die Zufahrt von der anderen Seite der Autobahn. Ich wollte die Straße hier ein bisschen entlasten und nur eine Seite drauf kommen lassen. Und den Güterverkehr habe ich extra jetzt hier nochmal eine Stichstraße hingebaut. Die geht dann direkt hier hinten zum Güterbahnhof, beziehungsweise hier hinten zur Autobahn und schlussendlich dann hier hinten auch zum Frachtbahnhof. Ja, dann hätte ich eigentlich auch schon das Wichtigste jetzt, glaube ich, erklärt. Hier den Berg habe ich auch noch gestaltet. Ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme gemacht habe oder nicht. Die letzte Aufnahme ist jetzt nämlich schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier einen Berg statt einem See draus gemacht, hier ein paar Büsche ergänzt und mit den Steinen habe ich auch ein bisschen herum experimentiert und ich finde, dafür sieht es auch eigentlich ziemlich gut aus. Und in dieser Folge habe ich mir gedacht, bauen wir ein Industriedienstleistungszentrum auf. Hier, da ist ein Flugzeug. Und hier diese ganze Insel wollte ich dann dafür verwenden, reines Bürogebiet. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir auch direkt damit starten. Autobahn müsste schon drüber verlegt worden sein. Nur mal eben kurz hier runter gucken. Ja, genau. Das ist aber keine Autobahn, sondern ich glaube eine zweispurige Straße ist das. Ja, genau. Kommt hin. Und diese werden wir jetzt hier erstmal hochkommen lassen. So. So, perfekt. Da ist sie auch. Und dann können wir von hier aus anfangen. Ich würde vorschlagen, dass wir hier erstmal einen Kreisverkehr bauen. Also, der wird auch, glaube ich, mal ein bisschen größer als unsere anderen. 6x6 jeweils. So. Perfekt. Und das Ganze bauen wir dann zu einer Autobahn aus. So. Dann mal eben hier Stichstraßen durchlegen. Dann können wir von hier aus anfangen, weitere große Straßen zu verlegen. Die würde ich vorschlagen, ziehen wir sogar ganz bis zum Ende hier durch. Sehr gut. Und dann könnten wir unter Umständen sogar eine Verbindung von hier nach da aufbauen. In irgendeiner Art und Weise. Ich denke mal, das werden wir dann mit einem Tunnel lösen, weil das ist die einfachste Möglichkeit, das zu machen. Gut, dann haben wir hier unsere Stichstraße, die mehr oder weniger in der Mitte verläuft. Das ist ja jetzt auch nicht ganz so tragisch, wenn die es nicht tut. Von hier aus würde ich vorschlagen, machen wir 80 Zähne lang. Das müsste auch hier passen. Da passt es eher weniger gut. Das heißt, ich müsste hier ein bisschen was ausbauen. Machen wir das mal Ganze mal Spielchen mal eben so. Okay. Und dann, wo ist denn unser? Da ist das Tool. Das müsste es sein. Nein. Das müsste es sein, genau. Damit können wir dann theoretisch hier ein Stückchen Land dazu bauen. Okay. So, das erstreckt sich hier komplett herüber. Und am besten wäre es natürlich auch, wenn wir hier so eine Art Wall hinbauen würden, also eine Art Damm. Dann sieht das Ganze nicht nur optisch ansprechender aus, sondern es hätte auch noch einen vernünftigen Nutzen, sage ich mal. So salopp gesagt. So, das Ganze können wir
Genau, bis hier durchziehen. Das reicht dann auch eigentlich. Denn sonst wird das Ganze nämlich wieder zu groß. Das wäre auch nicht gut. Dann wird die Insel hier ein bisschen eckiger. Aber das ist auch nicht so tragisch. Ich bin ja eh ein Fan von eckigen Sachen. So, dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen was wieder weg hier. Perfekt. Dann kommt jetzt nochmal der hier zum Einsatz. So, zack, 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 zack. Und hier auch überall. So. Das sieht doch mal gut aus, oder? So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal zu Anschauungszwecken. Den Rest würde ich dann wieder offscreen machen. Dann nehme ich jetzt hier nur noch ein bisschen was weg. Na toll, jetzt haben wir hier wieder diese Lücke drin. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die gut ausgebaut kriegen hier. Upsala. Das war jetzt nicht beabsichtigt. So, das kann alles wieder weg. So. So. Da werde ich dann auch mal zwischen den Folgen gucken, wie man das elegant lösen könnte. Jetzt haben wir nämlich hier zum Teil eine zweite Barriere, die eigentlich gar nicht gewünscht war. Aber ist auch nicht so schlimm. Ne, nicht so weit wegnehmen, nur so weit. Ach Gottchen, ist das schwierig. So, ihr merkt, ich werde wieder ein bisschen ruhiger, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss jetzt. So, das passt. Das war wieder zu viel des Guten. Aber das passt. Und so werde ich das Ganze dann halt auch weiterführen einfach. Jetzt würde ich vorschlagen, kümmern wir uns hier erstmal um Straßenführung und um die wichtigsten Plätze sozusagen hier. Das war auch nicht geplant, dass hier auf einmal eine Brücke entsteht. Das werde ich dann auch zwischen den Folgen lösen. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal eben hier um diesen Teil. Da muss ich mal kurz ein Schlückchen trinken. Ich bitte dies zu entschuldigen. Das hier brauchen wir schon nicht mehr. Und dann würde ich mal sagen. Das ist natürlich nur die Frage, wie können wir das so gestalten, dass es organisch aussieht. Also nicht, dass es jetzt hier wirklich nur im rechten Winkel zugeht, sondern dass hier auch mal so ein paar Stichstraßen reinkommen und so weiter und so fort. Da würde ich eigentlich vorschlagen, greife ich erstmal zurück auf die altbewährte Methode der Quadrate. Machen wir jedes einzelne Quadrat 40 Zellen lang. 40, nicht 41. Das hier sind 6, also 34. Genau, dann haben wir hier 40, das Ganze auch wieder 40 hoch. So. Das Ganze dann auch hier. Hier auch 40, 40, 40. Das mal eben weg hier. 40 und 40. Okay, dann haben wir jetzt mehr oder weniger ein großes Quadrat, aber das. Persönlich ist das ein bisschen. Also ich persönlich bin noch nicht ganz davon überzeugt. Ich würde vorschlagen, machen wir das mal. 80 wird jetzt hier. Ja, doch, passt sogar noch. So, jetzt haben wir nämlich dann zwei große Quadrate. Das heißt, wir können das hier löschen. Wir können aber theoretisch in jedes einzelne. Machen wir das mal eben komplett weg. Ah, 6 sind mir zu viel. Machen wir mal 4. 4 auf jeder Seite. Das heißt, wir haben jetzt in der Mitte sozusagen ein. Machen wir einen kleinen Kreisverkehr, allerdings mit normalen Straßen. Also 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Das kann weg. Jetzt haben wir hier so eine Art Kreisverkehr. Ist natürlich kein richtiger. Doch ist ein richtiger. Das geht perfekt.
So geht das. Ohne Ampeln auch sehr gut. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir von dort aus dann, also die Straße geht auf jeden Fall rein. Wir können das ja so machen, dass es eine durchgehende Stichstraße mehr oder weniger gibt. Machen wir die hier mal eben auch. Ja genau, 36 muss die ja langsam werden. 36, 36, 36. Und von dort aus können wir dann auch wieder diese hier nehmen. 4 auf 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 4. Perfekt. Und von hier aus dann auch wieder so gehen, genau. So, das sieht doch mal gut aus. Das hier kann wieder weg. Okay, das heißt, wir haben jetzt mehr oder weniger zwei Quadrate, die nochmal unterteilt sind in zwei Rechtecke. So. Und dann, ja, stellt sich jetzt die Frage, was wir jetzt damit, stellt sich jetzt die Frage, was wir jetzt damit anfangen. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir brauchen hier noch ein paar Wohngebiete, dass wir hier die Bürogebiete auch komplett ausnutzen können. Wir können mal einfach mal anfangen hier mit einer Stichstraße. Machen wir die mal erstmal 20 lang. Von dieser gehen dann zwei 30er Straßen ab. Die war jetzt 20. Machen wir das hier oben auch, damit das gleich aussieht. Damit das vor allem gleich aussieht. So. Okay. Sieht schon mal recht interessant aus so. 4 Zellen lang, 4 Zellen so. Und dann geht das hier praktisch bis fast hier oben dran. War auch nur fast. Und das da oben, das bauen wir jetzt sozusagen zu einem Parkplatz um. Denn ich möchte die Straßen nicht miteinander verknüpft haben. So. Das hier ändern wir auch nochmal kurz. Ah, das geht jetzt nicht so gut. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, machen wir das nochmal eben weg. Ich müsste eigentlich auch noch irgendwelche Plätze hier. Mit Sicherheit habe ich noch irgendwas, was man da. Da hat mein Handy gerade vibriert. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig gewesen. Das sieht natürlich nicht aus, genauso wenig wie das. Wir bräuchten ja irgendwas, damit das. Ja. Um das jetzt zu überdecken. Aber ich kann das jetzt nicht übersprühen. Moment mal, ich habe doch hier noch ganz, ganz viel Zeug. Na, was ist, glaube ich, auch nicht das dabei, was ich eigentlich haben wollte? Weil ich kann das nicht übersprühen, weil da sonst komme ich mit den mit der Pixelanzahl hier nicht so richtig zurecht. Und das macht ja dann auch eher weniger Sinn. Ja, Dampfmarkierung. Schade, muss ich mir, glaube ich, nochmal irgendwo ein paar Mods runterladen. Oder einfach so ein großes Beta hinsetzen. Aber das passt, glaube ich, nicht so gut hier hin. Nee, das passt nicht. Ich sehe schon, das wird ein bisschen schwieriger hier, die Angelegenheit. Weil wir bräuchten ja irgendwas, um das hier so zu überdecken. Aber uns wird schon irgendwas einfallen. Was aber eigentlich gehen müsste, was mir gerade einfällt, so eine Straße hier einfach. Und dann hier. Aber wenn ich da jetzt sprühe, dann fällt das ja auch wieder auf. Ja, auch blöd. Vergessen wir das. Da überlege ich mir auf jeden Fall irgendwas für. Das gleiche dann hier natürlich auch. 4 und 4. Und dann müssten waren das mal nicht 16. Genau, so sieht das gut aus. Dann müssten wir hier, entweder lassen wir hier eine große Freifläche für so eine Art Park in Anführungszeichen. Oder wir machen das hier so,
Das heißt, wenn wir theoretisch zwei Wohneinheiten hier haben, 10 das kann noch ein bisschen höher. Nee, kann es nicht, denn sonst kommen wir uns da oben wieder ins Gehege. 4, also passt doch. 7, ne, das ist nicht so gut. Machen wir 4 auf 4 jeweils. Das verbinden wir hier einfach. Okay. Also das gleiche machen wir hier dann auch. 10. 10. 4 auf 4 und 4 auf 4. Und so verbinden. Dann zeige ich euch mal eben kurz, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, Wasser liegt, Strom kommt sofort. Bis hierhin und dann bis hier. Also das hier wären dann jeweils Wohngebiete und dann hier in der Mitte können wir dann Bürogebiete einbauen. So, das 4, 4 freilassen, 4 passt perfekt hier. 4, 4 freilassen, 4, 4, genau. Dann können wir, machen wir mal hier 4, da 4, okay, dann können wir hier 4 machen, dann können wir hier 2, 3 Parkplätze hinbauen. Die Parkplätze werden ja benötigt, um hier auch dementsprechend den Bewohnern Freizeit zur Verfügung zu stellen. Dann sind die nämlich glücklicher. Gleiches Spielchen dann auch wieder hier unten. Das können wir dann so machen. Das können wir so machen. Ich würde vorschlagen, dass wir das dann hier einfach so machen. An den Ecken gibt es dann solche Häuserchen. Oder wir machen da auch kleine hin. So 3x3 Häuser. Müsste nämlich eigentlich auch gehen. Hier 4 und dort 4. Ich glaube, hier können wir einmal komplett durchziehen. Oder wir machen entweder hier ein Haus. Ne, dann machen wir kein Haus hin. Da kommen dann die. Ne, Schule und so möchte ich da eigentlich nicht hinbauen. Aber wir können Polizei und Feuerwehr da reinbauen. Das ist eine gute Idee. Okay. Dann könnte man hier theoretisch jetzt eine Straße verlegen, genauso wie hier. Zack, verbinden. Die ist nicht richtig gesetzt, aber die. So, auch einmal so komplett rum. Und da können wir dann jetzt einfach so Kinderspielplätze reinbauen. Das ist nämlich eine gute Idee. Hier auch wieder 4 auf 4 und hier unten auch. Da mache ich die mal dahin. Da waren 3x3 ge 4x3 und dann hier auch wieder 3x3. Muss ich das hier mal eben weglöschen, damit das auch wieder gleich bleibt. Okay, den Rest haben wir. Dann können wir hier wieder wunderbar die ganzen Parkplätze hinbauen. Parkplätze sind nämlich super wichtig, also wirklich super, super wichtig. Und hier unten können dann jeweils wieder Wohneinheiten gebaut werden. Ich mache die mal 4x4, dann können nämlich diese großen Wolkenkratzer auch hier entstehen. Und das ist ja die, die ich hier in diesen Bereichen eigentlich am häufigsten antreffen möchte. Okay, gut. Die Folge ist auch gleich vorbei, das heißt, es wird jetzt auch ein guter Folgenabschluss dann werden. Da sollte jetzt eigentlich auch gleich Strom hinkommen. Ist doch verbunden, was habt ihr denn? Verstehe ich jetzt nicht. Ach so, weil die hier nicht ins Gebiet reinkommt. Oh. Machen wir das erstmal so. Dann sollten sich die. Genau, und was ich jetzt auch noch vergessen habe, ist hier einen Bereich zu definieren.
Mal eben hier komplett zack, 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 zack. Ist jetzt auch egal, wie der heißt. Mittelviertel hauen wir mal hier eben aus hier verboten nicht. Steuerung, Steuerentlastung für Bürogebäude und Steuerentlastung für dicht besiedelte Wohngebiete, Stadtplanung. Verbot für starken Verkehr und Hightech-Häuser. Gewerbegebiet brauchen wir ja nicht. Okay, dann haben wir alles. Okay, das heißt, ich kann jetzt auch mal eben schnell die restlichen Flächen hier einfärben. Das war so nicht geplant. Also hier so und so. Da das Dreiergebäude hin. Okay, hier kann ich es mal eben so. Genauso wie dort. Genauso wie dort. Okay, da geht ja jetzt nicht mehr. Müssen wir dann später machen. Aber hier geht es noch überall. Hier lasse ich, glaube ich, auch frei für die Sondergebäude dann jeweils. Also Schule und sowas. Wird ja auch benötigt. Haben wir hier jetzt noch nicht. Das können wir eigentlich auch gleich mal einbauen. So viel Zeit muss sein. Bildung ist auch eines der wichtigsten Sachen eigentlich hier. Also da die Grund, ne, hier die Grundschule, da ist die Oberschule. Dann noch einmal, würde ich vorschlagen, so und so die anderen Sachen platzieren. Und dann können wir da drin noch ein paar wunderschöne Parkplätze kredenzen. Okay, das sieht ziemlich gut aus, wie ich finde. Da fehlt ein Feld. Okay. Gleiches Spiel können wir auch hier eben anwenden. Da haben wir schon. Und da habe ich auch 3x3 Gebäude jeweils hingesetzt. Können wir auch hier machen. Und so wird das Ganze dann auch weitergehen. Ich werde das jetzt zwischen den Folgen auch hier oben dann planen und auf der anderen Seite glaube ich auch. Da spricht ja eigentlich nichts gegen. Hier ist dann die Abfahrt dazu. Alles hier unten drunter schön versteckt. Da kommt sie wieder hoch. Hier wird alles ein bisschen grüner, also so eine Art grüne Lunge. Wollte ich hier vielleicht auch machen, also dass ich die Bürogebiete ein Stück verkleinere und dann hier stattdessen so einen großen Park reinzimmere. Hätte ja auch was, wie ich finde. Da kommen jetzt hier die ganzen neuen Bewohner. Auf einmal haben wir schon 30.000, denn hier wohnen schon 1.000 Leute ungefähr. Wenn die Häuser jetzt noch größer werden, dann werden da natürlich auch mehr Leute wohnen. Ist ja klar. Und so wird sich dann die Stadt nach und nach entwickeln. Und ich bin mal gespannt, wie sie dann in einigen Folgen aussehen wird. Bis dahin, also erstmal vielen Dank, dass Sie hier wieder eingeschaltet habt zu Let's Design City Skylines. Ich wäre auch sehr erfreut, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.